Nein, nein, nein! Ich kann eigentlich jetzt schon den Strick suchen. Hallo Freunde, ich muss euch ganz ehrlich applaudieren. Die letzten beiden Folgen haben beide Likes im vierstelligen Bereich. Ja, ist okay. Könnt ihr so weitermachen? Bin ich zufrieden. nein, jetzt mal Real Talk, Alter, das ist geisteskrank. Also, über 1000 Likes sind für mich... what the fuck, Alter, das ist geisteskrank. Vielen Dank, Mann. Mal gucken, ob wir so weitermachen können. Und es gibt noch eine zweite Sache, die ich euch jetzt noch hier zu vertellen habe, bevor wir anfangen. Ich hatte eigentlich nicht vor, dieses Projekt in irgendeiner Weise im LP 2.0-Stil oder sonst was zu tun oder irgendwas einzublenden. Aber ihr habt trotzdem einfach Fanarts gezeichnet, ohne Aufforderung von mir. Und ich dachte mir so, why not? Warum soll ich die nicht einblenden? Ich bedanke mich einmal bei Tony für dieses wunderbare Bild, ja, wo ich so gefühlt zum Super Saiyajin mutiere, weil ich Kaiser Mario Galaxy spiele. Und auch dem lieben Johannes da Josie, der sogar auf Instagram Werbung gemacht hat, der sogar geschrieben hat, hey, ich habe das gezeichnet und ich schaue bei Hübi vorbei. Dankeschön. Danke für die Community Power. Für euch werde ich mich heute weiter durch Kaizo Mario Galaxy quälen. Und eine kleine Sache auch noch. Na, das sind die dritte News, die ich euch zu vertellen habe. Ihr habt recht. Meine Aufnahmen laggen in letzter Zeit ganz leicht. So alle 4-5 Minuten ist mal so ein Standbild drin für eine kurze Zeit. Ist nicht so geil. Ich muss da wohl mit meinem neuen PC noch ein bisschen rumspielen. Ich habe jetzt mal neue Aufnahmeeinstellungen. Mal gucken, ob es besser wird. Vielleicht auch nicht. I don't know. Wir gehen ins Honigbienenkönigreich. Ich weiß, wir haben in der ersten Galaxie noch was zu tun. Aber ich möchte für Abwechslung sorgen. Und ich möchte auch nicht immer in derselben Galaxie rumdümpeln. Und heute werden Glitches genutzt. Und meine erste Intention, wenn ich daran denke, einen Kaizo-Hack zu erstellen und die Mission Fliegbienen-Mario heißt, dann würde ich, wenn ich Kaizo-Ersteller wäre, den Bienenpilz einfach rausnehmen. Keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist, aber das wäre meine Intention. Wir kommen aber gleich zu dem Glitch, über den ich mit euch sprechen wollte. Ich check jetzt erstmal ab, ob der Bienenpilz noch da ist und ob hier diese... Hier war doch irgendwo eine Ranke, oder? Ich glaube, hier hätte irgendwo eine Ranke sein sollen, aber die ist nicht hier. So, und der Bienenpilz, den kriegt man normalerweise hier. Hier war nämlich normalerweise eine Fragezeichenmünze, die den Bienenpilz spawnen lässt. Ja, wie zu erwarten, war der auch nicht da. Okay, also, aber das wurde im Trailer von diesem Hack schon angekündigt. Um diesen Hack zu komplettieren, braucht man einen Glitch. Und zwar einen Glitch, erstmal das M einsammeln. Nehme ich den Glitch, um hier solche Abhänge hochzukommen. Ja, erstmal wunderschönes Wasser übrigens. Alter, sieht das geil aus. Holy shit, sieht das gut aus. Damn, ich liebe meine Grafikverbesserung. Also, ne, normalerweise kommt man hier nicht hoch. Da sagt Mario irgendwann, muss los. Oder muss und, los. Rollt wieder oder rutscht wieder runter. Es gibt eine Variante, da rutscht man irgendwie so runter und schüttelt dann und irgendwie so kommt man dann nach oben. Hey, Lo, ich hab das noch nie in meinem Leben hinbekommen. Holy shit, krieg ich das hin? Nein! Nein, nein, bitte nicht, nein! Nein! Okay, so würde es normalerweise gehen. Also das ist so mit der bekannteste Glitch, aber es gibt noch eine viel einfachere Methode, da hochzukommen. Ne, der zweite Glitch. Steppt einfach hier hoch und schüttelt permanent. Lauft so ein bisschen hin und her und dann kommt ihr einfach hier hoch. Das ist so geisteskrank einfach und ich habe das nie gewusst. Schreibt mir ehrlich in die Kommentare, habt ihr das gewusst? Also so kommt man hier hoch und so muss es auch laufen. Die Methode, die ich gemacht habe, ich glaube, die ist deutlich weiter verbreitet, aber die ist halt auch dementsprechend schwieriger. Aber so kommt ihr diese Klippe hoch, ohne irgendwas zu können, ja? Und auch ohne, dass Nintendo es so wollte. Okay, also, dann hätten wir erfolgreich die Glitches genutzt, weil das ist auch notwendig, ansonsten würden wir nämlich nicht hier hochkommen und würden auch nicht weiterkommen. Was ja am Ende des Tages immer noch unser Ziel ist, denn unser Ziel ist da hinten, die fette Kuh. Gut. Also, ich weiß nicht, welchen Weg wir hier gehen müssen. Wir müssen auf jeden Fall dahinter kommen, ohne Bienen-Mario zu verwenden, ne? Vermute ich. So, und jetzt müssen wir einfach mal schauen, was hier so abgeht und was wir hier so tun können. Meine Vermutung, als nächstes da hochkommen. Wahrscheinlich am besten ein Dreisprung, oder? Yes! Holy shit! Das läuft gar nicht so schlecht. So, jetzt würde ich hier hoch. Oh nein, okay, Moment. Alter, das ist so retarded. Ich wusste nie, dass das geht. So, und jetzt wahrscheinlich hier hoch, oder? Yes.
So läuft das. Oh Leute, da oben ist ein schwarzes Loch. Aber da drüben ist eine Röhre. Seht ihr die? Ich glaube, hier wäre normalerweise der Power oder der Launch Star, der uns weiter boostet. Der ist jetzt nicht da. Okay, also entweder geht es um die Röhre da drüben. Das ist Variante 1, die ich mir vorstellen kann. Oder ich muss irgendwas anderes tun. Ja, ich muss zuerst darüber, aber ich werde mal die Röhre abchecken. So, hier ist auch wieder die Frage, wie ich da hochkommen soll. Ich werde es mal hier hinten rum probieren. Genau, und da komme ich jetzt... LOL! Habt ihr den auch gesehen? Was macht der denn da? Ich glaube, der hat... Holy shit, was passiert hier? So, hast du irgendeine Bedeutung? Ich kenne diese Röhre hier nicht. Oh, er hat keine Bedeutung. Naja, was soll's. Ein bisschen Sternstaub sammeln. Kann nie schaden. Ich muss natürlich dann auch einsammeln, wenn ich die hier kaputt mache. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Gomeluma? Oder warum darf ich, also, warum gibt es hier überhaupt Sternstaub für mich? Aber die viel wichtigere Frage ist, wie zur Hölle geht's für mich weiter? Okay, Leute. Hat dieses Holz irgendwas zu bedeuten? Ich weiß, das ist ja auch schon im normalen Durchspielen, aber hier scheint auch nichts zu sein. Ich habe jetzt noch eine Vermutung. Und zwar, wenn wir hier hinten runterspringen. Dann kommen... Das müssen wir, glaube ich, überleben. Da kommt ja was, ne? Ja, genau. Da kommt nämlich was. So, und jetzt ist die Frage, ob es hier für uns weitergeht. Weil wenn nicht, dann habe ich echt keinen Plan, wie das hier ablaufen soll. Aber wir werden das einfach mal abchecken. Hör auf, mit mir zu reden! So, ihr arbeitet schön. Gefällt mir. Yes, Friends! Hier geht's weiter. Okay, das ist wahrscheinlich sogar der reguläre Weg. Aber ich hatte halt keinen Plan. Es ist alles so new für mich. Gut. Aber wir sind auf der nächsten Insel und natürlich gibt es auch hier keinen Bienenpilz. Und das macht jetzt diese ganze Sache hier deutlich spannender, weil... Folgender Fact. Diese Blumen hier oben verschwinden, wenn ich als Nicht-Bienen-Mario da drauf stehe. Ich komme da erstmal gar nicht hoch. Das heißt, ich muss, wenn ich da oben bin, übelst schnell sein. Aber übelst schnell. Oh Mann. Okay, ich habe das Gefühl, so funktioniert das hier nicht. Ich kann nichts tun. Okay, ich glaube, wir müssen irgendwie anders hier voranschreiten. Kann ich Wandsprünge hier machen? Kann ich hier Wandsprünge machen? Ja, kann ich. Okay, vielleicht ist das Rätselslösung hier. Und ihr verzieht euch jetzt. Ihr verzieht euch. Hau ab, Mann! Boots! Boah, ich habe einen Weitsprung geschafft. Das muss so gehen, oder? Das muss so gehen. Ja, okay. Richtungsänderungen werden halt schon verdammt schwierig. Aber ja, ich denke, genau das ist hier von mir verlangt. Neue Idee. Wenn ich es irgendwann mal wieder schaffen sollte, da hochzukommen, dann versuche ich, auf diesem Wasserspeier zu landen. Nope. Nein, nein, nein! Sie seit über einer halben Stunde und ich kann nicht mehr. Das ist schlimmer als 4 Stunden masturbieren, weil du einfach die ganze Zeit die Sitzen schüttelst und dann geht's wieder nicht und dann fährst du wieder runter. Es ist Folter. Es ist pure Folter. Das war
mein bester Versuch und ich hätte nicht gewusst, was ich tun soll. Aber das, was ich getan habe, war falsch. Mein Arm tut so höllisch weh. Meine Schulter tut so weh, weil ich seit 40 Minuten unumgänglich die Wii-Fernbedienung schleuder. Ich schwör's euch, dem ist kein Mann gewachsen. Oh mein Gott. Und hier ist der Bienenpilz. Ich bekomme endlich einen. Ich war schon kurz vorm Aufgeben. Ich war schon ganz, ganz knapp vorm Aufgeben. Okay, aber hier scheint ja nichts geändert zu haben. Oh, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was geht, Bro? Okay, ab jetzt scheint wirklich alles seinen normalen Verlauf zu nehmen. Ein einziger Stern. So, guck mal, es ist Bienen Mario. Kann ich hier stehen? Was ein Segen. Der fünfte war auf ihrem Kopf, wenn ich das richtig gesehen habe. Der ist da auf jeden Fall neu, der war da normalerweise nicht. Dann wollen wir mal schauen, wie wir da hochkommen. Aber das müsste eigentlich von hier... Oh no! Von hier ganz gut machbar sein. Na, ich war ein bisschen unvorsichtig. Oh nein, sag nicht, es gibt ihn nicht. Wehe, hier gibt es keinen Bienenpilz zum Nachfüllen. Hier gibt es keinen Bienenpilz zum Nachfüllen, ne? Den haben sie herausgenommen. Ich darf jetzt nochmal nach unten. Das ist die Schwierigkeit hier. Ein Fehler bei der Bienenkönigin und du darfst nochmal runter. Dann ein erneuter Aufstieg. Es bricht meinen Willen. Yes! Oh, danke, ich fühle mich gleich so geil. Du bist zwar schon seit 50 Minuten am Leiden, aber hier ist der Stern, AMK. So, und mir wurde übrigens letztens auch in die Kommentare geschrieben, dass ich AMK nicht so häufig verwenden soll, weil das wohl eine relativ schlimme türkische Bedeutung hat. Ich habe das nochmal gegoogelt. Es hat tatsächlich eine ziemlich miese Bedeutung. Aber es ist einfach ein Reflex. Also ich sag das nicht wegen der originalen türkischen Bedeutung, okay? Ich sag das einfach nur, weil wegen diesem ganzen AMK-Army-Zeug von Mert und so weiter. Und ich finde einfach, AMK ist einfach so... Die Abkürzung klingt so bescheuert. Also bitte nehmt das nur humoristisch. Danke. So, und jetzt gib mir einfach diesen Stern. Da kommt man aus der Arbeit und denkt sich, hey, jetzt mache ich ganz entspannt ein paar YouTube-Videos und dann wirst du einfach dem größten psychologischen Stresstest aller Zeiten ausgesetzt. Das ist doch pervers. Das ist ja der fünfte sogar. Holy shit, wir sind ja schon richtig weit. So, nichtsdestotrotz machen wir heute natürlich noch einen zweiten Stern. Oh nein, hier bin ich ja doch schon fertig. Was kommt hier für eine Galaxie? Testsurfen. Wir ziehen das durch. Das kann zwar auch nur ultra asozial werden, aber ich will wirklich in diesem Part nicht mehr das Bienenhonig-Königreich betreten. Okay, die Bahn sieht tatsächlich recht normal aus. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht eine asoziale Bestzeit aufgestellt hat. Okay. Dann wollen wir doch mal abchecken, was hier von mir verlangt wird. Nein, auch die Zeit wirkt normal. Wurde hier nichts umgebaut? Oh, Leute! Ich muss hier Sternteile sammeln. Ich muss hier Sternteile sammeln. Und am ersten bin ich schon astrein vorbeigesegelt. Man kriegt hier keinen Stern für eine Goldmedaille oder so. Doch, man kriegt einen Stern für die 1,30. Aber der spawnt irgendwo, wo man nur mit dem Sternring hinkommt, den man sich in derselben Zeit zusammenbauen muss. Ich kapiere. Ich kapiere 1A. Ich habe nur 2 von 5 Teilen. Wo war denn der Rest? Ja, sowas hatte ich vermutet. Okay, Augen offen halten.
Drei haben wir gesehen. An einem bin ich vorbeigesegelt. Und zwei habe ich keine Ahnung, wo sie sind. Hier, jetzt genau, jetzt auf der Innenbahn. Genau, an dem bin ich, glaube ich, vorhin vorbeigesegelt. Wie geht es erst? Da oben ist eins, aber da komme ich so easy nicht ran. Doch, ich muss von der Bahn runterspringen. Ich muss an irgendeiner Stelle von der Bahn runterspringen, glaube ich. Ja, ich muss hier von der Bahn runter. Was verlangst du von mir? Und, aber wo? Hier? Einfach? Okay, ich springe bei den Münzen. Ich springe bei den Münzen, ne? Okay, das ist zu spät. Aber wisst ihr was, Freunde? Bevor ich mir jetzt die Mühe mache und versuche, dauernd dieses Teil einzusammeln, sollte ich mich vielleicht erstmal drum kümmern, wo Nummer 5 ist. Also theoretisch, wenn wir alles richtig machen, hätte ich an dieser Stelle jetzt 3 Stück. Ne? Nur um das einfach mal festzuhalten. Jetzt hätten wir 4. So, und jetzt muss ich noch irgendwo Nummer 5 finden. Auch hier muss ich von der Bahn runterspringen. Ihr asozialen Schweine. Ihr Schweine. Hier, oder? Irgendwo. Ich. So, was passiert, wenn ich das Rennen beende mit einer räudigen Zeit? Man kriegt immer eine Goldmedaille. Man kriegt immer eine Goldmedaille. Und ich dachte, man müsste das in den 1,30 schaffen. Okay, das ist eine ultra wichtige Erkenntnis. Ich kann mir Zeit lassen. Das ändert die Dinge. Nicht gravierend, aber ein bisschen. Jo. Nicht sterben, bitte, 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 bitte. Oh, das ist eine übelste Scheißzeit, aber du hast dich voll angestrengt. Hier, schenke ich dir. Part 3 und ich kann eigentlich jetzt schon den Strick suchen. So, es boostet mich nochmal die komplette Strecke entlang. Ja! Ja! Oh. Oha! Oha! Was tue ich mir hier an? Was tue ich mir hier an? Ja, speichern, bitte. Ich will das nie wieder tun. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen, für euren geistigen Beistand und für den Support, Leute. Wir haben jetzt schon 2 Folgen mit 4-stelliger Like-Zahl, schaffen wir ein 3. Mal. Show me. Ich reiß mir für euch den Arsch auf, dann reißt ihr euch den Arsch für mich auf. Das soll es gewesen sein.